Wisst ihr, unserer Mentalität, mentalen Gesundheit geht's echt schlecht. Aber wir haben auch nur noch Jo Young. Da wird's uns besser gehen. Was hältst du davon, dass es immer noch gevotet wird? Warum kann man immer noch voten? Das ist dein Problem. Das könnte das Resultat durcheinander bringen. Wir müssen es jetzt stoppen, damit wir das derzeitige... Sie stoppt in der Mitte des Satzes. Nee, ich glaube nicht, dass drei Hinweise von ihr kommen. Ich glaube, sie gibt uns noch ein Keyword, mit dem wir dann mit den anderen nochmal reden können. Vielleicht also versucht sie, Rücksicht auf Do-Yun zu nehmen, der zweitletzter war. Mir geht's gut. Es macht keinen Sinn, mit dem Voting weiterzumachen. In so einer Zeit. Die Bühne ist zusammengebrochen. Die Show ist bestimmt gestoppt worden. Mama, du. Ja, und dann finden wir die Kameras, ne? Ich bin mir sicher, dass sie irgendwie die Votes explodieren, die seit dem Einsturz reinkamen. Oh. Ich weiß. Wie sollen sie denn voten, wenn sie nichts sehen können? Es ist nicht richtig. Es ist unfair. Eine VR-Simulation. Ich weiß nicht. Auf Twitch, auf Live-Show kann sein. Die Uhren sind einfach Kameras. Das ist aber richtig unvorteilhaft. Das ist ja richtig fies von unten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie die Votes wieder auf ihren eigentlichen Status zurückbringen. Wir müssen so viel mit ihr reden, ey. Was hältst du von Fater? Was denkt sich Hesong dabei? Amadou. Vielleicht war er motiviert, weil der Popularitätsvote noch weiterging. Trotzdem. Jo Young hört auf ihre Uhr zu gucken und lässt einen Seufzer raus. Fühlst du dich nicht komisch, wenn du das Auto-Schreibebot-Ding siehst? Einer der Accounts hat einen Kommentar gepostet und nach Support, nach Unterstützung gefragt. Aber wir sind hier. Chromion. Naja, so gesehen posten wir alle Kommentare, genauso wie Hesong. Aber das Auto-Schreibding ist anders, als es selbst zu schreiben, richtig? Das ist unterschiedlich. Ja, jetzt, wo ich davon höre, es ist wirklich anders. Also jeder kann feststellen, dass Hesong das selbst uploadet. Kürze. Ja, und das ist auch, warum die Votes fluktuieren. Wir können ihre Augen sehen, hinter den Augen, die strahlenden Augen. Entschuldigung, ich musste da mal ein bisschen... Bin es nur ich? Just me different. Bin nur ich. Anders oder nicht. Außerdem nutze ich selten Fater. Das, was ich meine. Du bist ja auch involviert. Und du bist wie ein Beobachter. Deswegen wollte ich wissen, wie du zum Ganzen stehst. Jeder sollte für sich selbst entscheiden. Hautu-Respond, genau, wie man antwortet. Wir kennen das Auto-Writing schon. Ich habe es schon eingestellt. Was sagst du denn, dass Hesong Kriminaler ist? Krimineller ist? Denkst du wirklich, dass Hesong sowas gemacht hat? Eigentlich nicht. Also ich kenne ihn nicht so gut. Also ist auch nicht so, als ob wir uns gut verstehen würden. Aber trotzdem, er wirkt nicht wie der Typ, der Gewalt gebraucht. Kriminalia. Ja, irgendwie muss ich ja Sherluna raushängen lassen. Weißt du, ohne Kriminalia gibt es keine Sherluna-Einsätze. So geht's mir auch. Aber es gibt Beweise. Gründe? Die Show hat keine offiziellen Kommentare dazu abgegeben. Nee. Er versucht da durchzukommen, ohne auch nur irgendwas dazu zu sagen. Ja, wir dachten, das würde funktionieren. Ja, es hat gewirkt, als ob es langsam zurückgeht. Aber dann ist es nochmal hochgekocht, weil es Beweise gab.
Die Beweise beweisen, ja. Die Beweise zeigen, dass er wirklich von der Schule ausgeschlossen wurde und einen kriminalen Eintrag hatte. Ich habe gehört, dass das ziemlich was ziemlich Neues ist. Birdstars. Dass die atmet. Die atmen alle Weltenwandler. Es ist ja das, was ich meine mit, es ist so liebevoll gemacht. Sie spielt schon wieder an den Haaren rum. Morgesso. Aber er hat den Fans gesagt, sie sollen für ihn auf Fader voten. Warte, stopp, ich hab... Wie würden sie darauf antworten? Puh, also wir müssen abwarten. Sollen wir einfach rumsitzen und zuschauen? Nein, wir können auch Fader nutzen. Wir haben 6 Stunden Zeit, wir können alle jetzt twittern, fatern. They think again. Atmen ist Fahrenheit. Atmen Fahrenheit ist Liebe, ja. Also Snob. Inas Charakter ist schon seit den Vorausscheidungen intakt. Im Einsatz. Kugon. Es ist eine Kombination aus dem Skript, dem Directing und ihrem Schauspielern. Ja, also das Skript und die Direktoren haben klar Vorstellungen gehabt und sie musste damit spielen. Um sich selbst mehr sichtbar zu machen, musste sie einen einzigartigen Charakter haben und sie hat das schnell gepeilt. Creo. Ja, und sie hat auch die Skills, um das noch zu untermauern. Knama. Ich habe gehört, dass sie komplett sich auf den Charakter fokussiert hat, weil ihre Vergangenheit hinter verschlossenen Türen blieb. Kronga-yo? Ich schätze, sie hatte ein normales Leben, richtig? Nein, Mann, jetzt sag das nicht so oft. Morgesso. Ich bin nicht so sicher. Sie war in der Tanzcrew, bevor sie in die Show gekommen ist. Andere Sachen weiß ich nicht. Kunde. Das war das, was sie anders gemacht hat als die anderen Teilnehmer. Als jemand, der sich nicht an nostalgischen Gefühlen aufhängt. Maja. Interessant, dass sie quasi alle nebeneinander stehen und die anderen einfach zuhören können. Nein, die stehen dann auf der anderen Seite. Das haben die alle gesagt. Guckt rüber zu dem, der auf der anderen Seite steht. Sie fällt in eine andere Kategorie. Krütze. Ja, die Show hat sich dazu entschieden, das eine Art Item zu machen. Anhängsel. Guck! In the distance! Jo-Yong starrt Ina in der Ferne an. Es ist, als ob Ina einfach so aufgetaucht wäre. Ich beneide sie irgendwie darum. Ja, Merch, was? Steht rein auf dem Video. Ina hat eine harte Zeit. Ja, das habe ich jetzt 100-mal gesagt. Es gibt dieses Foto, das von ihr außerhalb der Show gemacht wurde. Es ist nicht so, als ob wir irgendwas Krasses verstecken würden. Ja, also Ina beschützt ihre Privatsphäre schon sehr. Ja, die Show scheint es auch nicht so sehr zu interessieren. Und vielleicht war es die Reaktion darauf. Ina scheint ängstlich, aber sie tut nichts dagegen. Christo. Hallo, John. Ich frage mich, ob sie es den Mitarbeitern gesagt hat. Und es nicht nur in sich reingefressen hat. Xing-Yon hat es vielleicht vorgeschlagen. Es könnte sein, dass sie damit argumentiert hat, dass es etwas ist, was Ina, mit dem sie klarkommen muss. Aber da ist noch mehr an der Story dran. Ich hoffe, die geht's gut tun. Ja, der Chat ist lieb, ne? Jo-Yong beißt sich auf ihre untere Lippe. Ich wünschte einfach, er würde verschwinden. So, was sagst du zu Sun-Yong? Wir haben immer noch keine Neuigkeiten über Sun-Yong. Denkst du, ihr geht's gut? Amadou.
Ich habe gehört, die ganzen Mitarbeiter haben es rausgeschafft. Also bin ich sicher, dass sie auch rausgekommen ist. Er sagt immer das Gleiche. Bei Joo-young hast immer angesprochen. Wegen deines Namens oder wegen ihrer... weil du auch so wunderschön bist. Ach, ich liebe sie. Entschuldigung, ich simp ein bisschen für sie. Ja, sie wird alles machen, um zu überleben. Klütze. Das, was sie bisher gemacht hat, richtig? Ach, du heißt Joo-young. Ah, okay, okay. Tja, Joo-young, hä? Joo-young guckt wieder in auf die dunkle Bühne, ne? Und nickt. Annie? Nein, ich hoffe wirklich, dass es ihr gut geht. Ina ist nicht cool. Ich möchte, dass sie diese Krise beseitigt. Mit dem normalen Gesichtsausdruck. Hammer. Joo-young ist halt auch... Also ich bin ganz ehrlich, es ist auch schwer, dass sie nicht attraktiver ist als irgendwer, ne? Also... Kenn ich nicht. Was? Grills of the Wilds? das ist, was sie wahrscheinlich tun wird. Nein, sie muss es tun. Nee. Ja, wir sollten in der Lage sein, darüber Nachrichten zu bekommen, solange wir weiter auf Fater sind. Scheiß Fater, ne? Ja, wir werden die Neuigkeit hören, dass es hier gut geht. Und wie findest du Joo-young so, den kleinen versnopften Boy? Ich habe ein Foto von Lee Byung-hee gesehen, als er jung war. Er sieht genauso aus wie sein Vater. Ich frage mich, wie es sich anfühlt, so einen großartigen Künstler als Vater zu haben. Ich war noch nie in seinen Schuhen, aber es wirkt nicht allzu glamourös. Sie haben immer weiter die Fotos gezeigt, auch wenn Joo-young sich dafür geschämt hat. Sah es so aus für dich? Hater, ja. okay, gut. Ich bin beim Webtoon-Game nicht so drin. Ich gucke mir lieber die K-Dramen an, die daraus gemacht werden. Lese ist so anstrengend. Also wenn, lese ich Bücher. Joo-young guckt Joo-young an. Ja, wen denn sonst, wenn wir über ihn reden? Manchmal sah er ein bisschen glücklich aus. Ja, dann muss er ja sehr glücklich gewesen sein. Aber du hast recht. Es scheint, als wäre es ihm peinlich gewesen, als sie das Material ein Dutzend Mal gezeigt haben. Warte. Dutzende Male. Eher so. Es muss sehr verwirrend sein. Ja, ich lese Bücher. Ich mag Bücher. Ich mag, also ganz ehrlich, wenn ich Bilder habe, also ich habe nichts gegen Webtoons, aber ich bin bei Webtoons jetzt nicht so drin, weil wenn ich Bilder schon in den Kopf gepflanzt kriege, dann möchte ich auch einen Film gucken. Wenn ich was lese, dann möchte ich selbst Bilder in meinem Kopf entstehen lassen. Er ist schon verstorben und es gab eine Menge Versuche, um Geschichten aus seinem Leben hochzubringen. Aber ehrlich gesagt, tut es denn weh, über sein Leben zu reden? Manche waren provokativ, aber die meisten Stories über ihn waren sehr respektvoll. Im Gegensatz dazu, wie sie uns behandelt haben. Umblättern. Du magst den Geruch nicht. Der Geruch und dieses Gefühl vom Papier ist Liebe. Aber du kannst auch ein Kindle nehmen. Ich werde niemals ein Kindle nehmen. Ich mag Bücher. Ich schätze mal, das ist Joo-youngs Sache, ob er davon sich einen Vorteil verschafft oder nicht. Joo-young pausiert kurz, während sie ihr Kinn reibt. Ich stimme zu, aber wenn ich's wäre, dann hätte ich komplett einen Vorteil rausgezogen. Kindle praktisch, ja, aber trotzdem, also... Ich bin halt nicht oft auf Reisen, also und wenn ich lese, bin ich meistens zu Hause. Ich mag das Gefühl. Wir haben nichts davon.
Ich bin übrigens der Betrüger. Hallo, hab mich schon 10-mal vorgestellt bei jedem von euch. Stört es dich noch immer? Ja, du bist nicht der Einzige, dem sowas aufgedrückt wurde von Sunyeon. Du hast deine Chance, nachdem wir das überlebt haben. Um das Missverständnis zu klären. Ja, ich bin der Betrüger. Ja, ich stelle mich, glaube ich, wirklich eben vor so. Hi, ich bin übrigens der Betrüger. Sunyeon starrt Doyoun an. Er sagt kein Wort. Wie ist deine Erinnerung an die Band? Gut oder schlecht? Hä? Natürlich gut. Ich meine, ich war der Betrüger. Wenn die die Betrüger wären, ist das was anderes. Ich würde sagen, es sind gute Erinnerungen. Es war eine schwierige Zeit, aber wir hatten gute Momente. Wie lange warst du mit der Band zusammen? 4 oder 5 Jahre. Du warst ziemlich wichtig. Ich weiß, du hast sehr viele Songs geschrieben. Bei Sachtexten geht es mir genau anders. Also ausdrucken okay, aber ich muss dann alles irgendwie anstreichen. Da brauche ich das. Ich war ein Gründungsmitglied. Ich habe die Songs geschrieben, weil es sonst niemand konnte. Die Loser. Das gefällt dir. Es war nicht so schlecht. Warum versuchst du so bescheiden zu sein? Ich weiß, dass du eine ziemlich anschauliche Fangemeinschaft hattest. Core. Ich war der Bandfrontmann als Bassist. Wie schaffe ich das denn? Und habe viele Songs geschrieben. Und ja, ich hatte auch unabhängig von unserer Band Masquerade Fans. Ja, nicht nur Lehrbücher, auch sowas, was mich wirklich interessiert. So zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, habe ich ja schon versucht, Koreanisch mit einem Online-Ding zu lernen. Ich habe es mir ausgedruckt. Und dann habe ich mir lieber Bücher gekauft. Weil es halt immer noch was anderes ist, ob du jetzt... Also beziehungsweise, ich habe es mir nicht mal ausgedruckt. Ich habe den Scheiß einfach abgeschrieben auf dem Blog. Einfach abgeschrieben die ganze Zeit, weil ich mir dachte, oh ja, die Regeln aufzuschreiben wäre ja gar nicht so verkehrt. Bei mir das Gleiche. Ich habe als Trainee angefangen und bin 5 Jahre in der Gruppe gewesen, bis sie aufgelöst wurde. Gerne Sachen herumliegen und stehen haben, klar. Hat Doyoun geantwortet. Toll, danke. Wir sind durch dick und dünn gegangen während der Jahre. Ich habe sie manchmal gehasst, aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, ohne sie zu leben. Und das ging 5 Jahre lang so. Ich hoffe, wir beide... Oh, sie will mit uns raus. Die anderen sind ihr egal. Sie will mit uns raus. Chat, wir sind durch. Ich hoffe, wir beide kommen in einem Stück raus. One Piece. One Piece. So. Damit wir wieder zusammenkommen können mit unseren Gruppen. Wenn die Zeit kommt, werde ich... Ja, lass uns hier rauskommen in einem Stück. Jetzt sag, lass ihr doch ausreden, was sie machen will. Ja, lass uns das tun. Reaction Keyword. Masquerade. Vielleicht hat sie doch alle Stichpunkte. Das nächste Mal reden wir wieder erst mit ihr. Oh, wir waren eine 5-köpfige Band, habe ich gerade gelesen. Der Chat geht mit Luna raus. Chat, tschüss Chat. Tschüss Chat. Ich habe jetzt Doyoun. Panikattacken. Ja, bisher geht's mir gut. Auch wenn es ab und zu mal versucht hervorzukommen. Wir brauchen immer noch Zeit, bis das Rettungsteam kommt. Ich weiß. Ich muss es unterdrücken. Ich hätte Medizin nehmen sollen. Du nimmst es nicht, bevor du auf die Bühne gehst. Es ist ein Jinx. Es ist verhext. Ja, es ist wie eine Erkältung zu kriegen. Ich dachte, ich hätte einen Weg gefunden, damit zu arbeiten, aber unter den Umständen...
Chat geht auch mit, aber im Pokéball. Richtig, richtig. Okay, sie nimmt regelmäßig Medizin, außer wenn sie kurz davor ist, auf die Bühne zu gehen. Das haben wir neu gelernt. Sie nickt mit einem besorgten Blick auf dem Gesicht. Und wir reden nochmal mit ihr. Wir reden die ganze Zeit mit ihr. Hallo Spuddel. Das Spiel erscheint am 30. Jahr, aber für Switch und PS5 ist es schon über ein Jahr draußen. Kommt erst auf Steam. Es ist für jeden schwer. Wir werden hier sicher rauskommen. Lass uns den Kopf hoch machen. Oh. Leider kein Exclusive Spiel. Ja, leider nicht. Ich hätte es genommen. Ja, danke. Soyoung hat gesagt, dass die Therapie geholfen hat, die Symptome zu vereinfachen. Aber diese Art der Situation war halt unvorhergesehen. Gut. Ich streng mich an, also mach dir keine Sorgen um mich. Oh, sollen wir das ansprechen? Das ist doch nichts Positives. Okay, komm. Komm, ja, du hast deine Band verlassen, nicht wahr? Du hast. Stimmt, wir haben ja auch mit dir über meine geredet. Redest du über Beloved? Stream aus der Zukunft immer. Eigentlich hätten wir. Geliebt werden sollen. Mann, wie übersetzt man das denn mit diesem Wortspiel? Oh. So wie der Name sagt. Aber als Gruppe. Bereaved. Nein, nicht detecten. Ja, dann detecte halt. Bereaved. Hinterblieben? Waren wir eher hinterblieben als beliebt? Joyoung schmeilt ein bisschen unnatürlich unter dem gedämmten Licht. Dann. Beliebt oder geliebt? Ja, beides irgendwo. Ich glaube, das kommt darauf nicht an. Es war einfach nur, dass der Gruppenname das halt aussagt. Ich habe es beendet. Ich habe die Gruppe verlassen und bin verschwunden. Jeder weiß das. 그래도. Aber die Joyoung, die ich kenne, ist nicht. Ani. Was andere, was andere Menschen über mich wissen. Only know that much. Was? Wissen nur so viel über mich. Keine Ahnung. Min Joyoung, die Leaderin der Gruppe Beloved, hat genau, hat die Gruppe genau dann vor dem Release des Albums verlassen. Welches Albums? Des ersten? Ihr wart 5 Jahre zusammen, dachte ich. Sie ist verschwunden und hat nur ein Kündigungsschreiben geschickt. Und somit das Team zum Einsturz gebracht und auch die Agentur. Was sie sagen, macht schon Sinn, hä? Ich würde ja gerne I believe it if you want me to machen, aber eigentlich, ich glaube nicht, dass das war. Sie will nicht, dass ich das glaube. Daniel. Ich glaube trotzdem, dass sie falsch liegen. Ich kenne dich noch nicht so lange, aber du bist nicht diese Art von. Diese Art von was? Was für eine Art von Person ist das? I believe I can fly. Was, wenn das noch richtig wird? Naja, die Gruppe heißt ja Beloved. Das ist ja geliebt. Geliebt. Ein Leader, der die Verantwortung hinschmeißt und einfach die Gruppe verlässt und wegrennt. Döner. Verantwortungslos, das war's. Verantwortung fällt mir ein, aber verantwortungslos gerade nicht. Vielleicht versuchst du, das in mich hinein zu projizieren. Gott. Meine Psyche geht kaputt. Masquerade, eine Band, die von 4 Highschool. Hä, ich dachte Quintet. Achso, stimmt, es gab bestimmt noch einfach einen, der kein Gründungsmitglied war. Naja, auf jeden Fall 4 Highschool-Freunde, die die Band gemacht haben. Ha! Und nachdem sie einen ambitionierten Vokalisten rekrutiert haben,
haben die 5 Mitglieder weitergemacht. Mit voller Leidenschaft. Markus und Cloud und Sandy. Aber. Here and three high school friends started a band and first they were mostly instrumental, but like. Okay, also wir waren erstmal instrumental und dann haben wir halt noch einen Vocalist-Effekt. Bereust du es, ein Beloved-Mitglied gewesen zu sein? Es ist schwer zu erklären. Es interessiert dich nicht, dass die Show dich so zeigt. Und leider nicht nur sie. Dass sie die Gruppe verlassen hat, wurde mehrmals gehighlightet während der Show. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Young was the leader best performer. Sie war die beste Performerin, natürlich. Wer sonst? Aber sie wurde kritisiert dafür, dass sie verlassen hat. Und es vor allem nicht zuerst mit dem besprochen hat. Und sie hat bittersüße Gefühle darüber. Das sind alles sehr, sehr geschätzte Erinnerungen. Und ich mochte es nicht, als sie so verzerrt dargestellt wurden in der Show. Wir haben echt 3 Keywords von ihr gekriegt. So, jetzt erzähl mal vom Fater Star. Bitte komm, gib mir mal ein bisschen Psyche zurück und ein bisschen Liebe. Gestern hat Fater angefangen, sobald er den Popularitätsvote auf seiner Uhr gesehen hat. Er hat Fater immer rege genutzt. Aber ich hätte nie gedacht, dass er es in so einer Situation benutzen würde. Start da schon wieder hin, ne? Vielleicht sollten wir nicht einfach hier rumsetzen und zugucken. Also, ehrlich gesagt, hast du mich auch ein bisschen überrascht? Machst du dir Sorgen? Hesong ist direkt hinter dir. Und die fluktuierenden Vote interessieren dich nicht, stören dich nicht. Was sind denn Swing Voters? Hören die dabei Swing oder was? Hallo Tobi. Wir haben nicht so Chicken Wing Voter wie Jörg und Ina. Wenn wir den Moment verlieren, ist es für uns vorbei. Jörg, bist du? Maniake. Ride the shoulder in. Was? Was will sie denn jetzt mit Autos und Stau? Swing States kann sein vielleicht. Was sind... If other cars ride the shoulder in heavy traffic. Was haben denn jetzt... Ah, okay. Wenn da Windschatten von jemandem ist, dann wird sie da einfach sich hinten dran klemmen. Um rauszukommen. Was... Die Autos wirklich seit gestern... Seit Traders Live haben Autos irgendwie echt schwierig, ne? Okay, wir sind fertig damit. Speichern wir ab. Es hat schon ein bisschen gedauert, würde ich sagen. Ach, die Schultern sind die Standstreifen, habe ich noch nie gehört. Aber gut, wir haben einfach 2:18 mit denen geredet. Eigentlich müsste das Rettungsteam schon längst da sein. Okay. Fertig damit. Ja, lief. Und komm nie wieder. Wir haben übrigens, also wir haben nicht nur einen Strich, nicht nur 2 Striche. Wir haben 3 Striche, okay. Also unsere Sanity, ich sag's mal so, es sah bei uns schon mal besser aus. Rettung sagt, das tut man alles für Freundschaftspunkte. Ja. Hesong grinst zynisch, als er seinen Kopf hebt. Oina, 너도 글 썼네? 뭐? 그렇게 눈 아래 힘 주더니 뭐냐? 안 했어! 갑자기 무슨 소리야? 물론 그러시겠지. Jetzt kommt es, dass jeder das gleiche Passwort hat.
전혀 모르는 척하면서 슬쩍 발부터 들이미셔야지. 그럼 저한테 이런 루비. 봤지? 나만 깝치는 놈 취급하면 섭섭해. 좀 그럼 액션. 이나 öffnet ihren Mund. 아 설마. 이 똥멍청아. 자동쓰기에 올라간 거잖아. Also, ich möchte nur noch mal erwähnen, der Hessong ist nicht so schlau. Jinjan, 시간은 왜 다 따로따로 해가지고. Er ist besessen von Fater und beschuldigt andere. Wenn das so weitergeht, weiß niemand, was genau als nächstes passieren wird. Bring up something to give him advice. Okay, keine Ahnung. What can do you ask Hyesung who is obsessed with Fater? Der Audition Contract, hä? Erzähl mal. Er schnallt mit der Zunge. Geheimnis wo? Was ist mit dem Vertrag? Ich bin da. Das hat mich gerade ein bisschen überfordert, sorry. Grüße. Oh. Er mag mich. 더 해도 된다는 뜻으로 말한 거면 땡큐지. Ja, genau, das wollte ich sagen. Hast du toll gemacht. Das war ein ganz tolles Gesprächsthema, aber es war nicht das, was das Spiel wollte. Also, es findet, ich habe gut gedacht, aber es waren halt nur 99% und nicht 100. Er stoppt mit seiner Provokation, aber die Stimmung war ein bisschen depressed. Sale unterbricht die Stille. 잠깐만요. Nee, nicht du. Ich hasse dich. 주영 씨, 어디 있어요? Was? Nein! Nein, nein, nicht sie. Nein, 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 nicht sie. Nein, 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 nein. Wer? Nee. Es macht im Hintergrund so... Alles okay, sie singt noch. Ich weiß nicht, ob das Joyong ist. Die Musik macht sich besser. Joyong war nicht bei ihm. 본 사람 없어? Dankeschön, Dreizahn. Dankeschön für den Raid. Was habt ihr Schönes gemacht? Wie war euer Stream? Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start ins Wochenende. Und Hallihallo. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hallo 13. Was gab's Schönes bei euch? Der wackelt mir da zu viel da hinten, der New York. Er geht immer so. SWTO, was ist denn? Aber. Was ist SWTO? Ja. Ach, Sauer, danke. Ihr wisst doch, Abkürzung und ich ist so eine Sache wie Katzen und Wasser. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Und hallo LDA Kill. Wir spielen hier gerade so ein Visual Novel-Ding und bei uns ist gerade ein Mitglied verschwunden. Und irgendwer flüstert uns ins Ohr. Ich weiß nicht, was das ist. Nichts gegen Star Wars hier. Tja, ich habe gerade gesagt,
Abkürzung. Hä, Autofahren kann ich gut. Jetzt schwarze Haare, oder? Vielleicht sind wir schon beim Tropfen. Nein! Passt aber gut. Deutsche Unge? Wie meinst du es so? Ich sehe, das ist so. Nein, koreanisch. 9 von 10. Du lässt Luft nach oben, nicht, dass doch was Besseres kommt, oder? Nora! Chugi! Jeder, alle rennen zum Ort des Geräuschs. Kommt jetzt eine richtige Filmszene oder was? Keiner konnte sprechen. Ihr könnt mir noch nicht eine von zwei Frauen wegnehmen. Es ist auch interessant, also wenn du sowas in der Art magst, dann gibt's Zero Escape und dann Danganronpa auf jeden Fall noch. Das sind die bekanntesten. Dominik, Ruhe, du darfst nicht weinen. Das ist meine. War jemand, der jedem bekannt war. Aber nein, das ist die... Ja! Oh. Ach, wir haben vergessen, die hat auch schwarze Haare. Ich habe vergessen, dass die auch schwarze Haare hatte. Oh, Gott sei Dank, okay. Ju-Yong lebt. Sie hat nur geschrien. Oh, puh. Oh. Was? Wie to be continued. Oh. Ja, ich würde sagen, es ist ein guter Cut für heute, oder? Dann können wir ja noch Project Zero Tropfen spielen. Warte mal. Also, können wir bitte darüber reden? Jeder trustet uns bis auf Sale, was okay ist. Aber warum denn Haesong mit seinem Fully trusted? Warum liebt er uns? To be continued.